Hallo, hier ist Manuela Schmidt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Achtung, derzeit sind offenbar Leute unterwegs, die an der Haustür klingeln oder telefonisch Druck ausüben, um mit ihnen Strom- und Gasverträge abzuschließen. Sie geben vor, mit den VBH zusammenzuarbeiten oder stellen sich sogar als VBH-Mitarbeiter vor. Die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda führen keine Haustürgeschäfte durch. Haben Sie Interesse an einem seriösen Angebot? Dann begrüßen wir Sie herzlich in unserer VBH Energiewelt in der Lausitzhalle. Selbstverständlich erreichen Sie uns auch telefonisch unter der kostenfreien Servicenummer 08000 469 3 mal die 6 und im Internet unter vbh-heu.de. VBH, wir machen das. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Jetzt berufsbegleitend Sozialpädagogik und Management studieren. Bereits nach 2 Jahren einen international anerkannten Hochschulabschluss und die staatliche Anerkennung als Sozialpädagoge erhalten. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher oder Heilerziehungspfleger. Jetzt informieren und bewerben an der Konrad-Zuse-Akademie. Telefon Hoyerswerda 20 90 65 oder im Netz unter zusag.de. Sozialpädagoge. Ein Beruf mit Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 21. Januar. Wir hoffen, dass Sie ein schönes Wochenende hatten. In unsere gemeinsame halbe Stunde starten wir mit Kurznachrichten. Die Stauffenbergstraße in Hoyerswerda ist auf dem Abschnitt von der Hermann bis zur Niederkirchner Straße nur noch einspurig. Grund dafür ist die Einrichtung eines Parkstreifens für das Ärztehaus, informiert die Stadtverwaltung. Autofahrer sollten aus Richtung Spremberger Chaussee beachten, dass die rechte Spur nun nur noch Abbiegespur ist und nicht weiter geradeaus führt. Das Löbauer Finanzamt gehört zu den schnellsten in Sachsen. Mit einer Bearbeitungsdauer von 49,2 Tagen kam es auf Platz 3 im Freistaat. Das Bautzener Finanzamt ist mit 50,5 Tagen auf Rang 5. Im hinteren Drittel befinden sich die Behörden aus Hoyerswerda und Görlitz. Sie brauchten 58,4 bzw. 58,8 Tage für eine Lohnsteuererklärung. Deutschlands schnellstes Finanzamt kommt 2018 aus Nordrhein-Westfalen. In Wuppertal-Barmen brauchte man nur 34,3 Tage. Der bundesweite Schnitt liegt bei 56,1 Tagen und ist somit 0,7 Tage langsamer als 2017. Die Bearbeitungszeiten der Finanzämter wurden anhand von mehr als 300.000 über das Internetportal lohnsteuer-kompakt.de im Jahr 2018 erstellten Lohnsteuererklärungen anonym erhoben. Der Kreisverband Bautzen des Sächsischen Städte- und Gemeindetages fordert mehr Verantwortung des Landes bei den Kita-Elternbeiträgen. Wenn die Eltern entlastet werden sollen, müssen die Kommunen die damit verbundenen Einnahmeausfälle erstattet bekommen, erklärt der Vorsitzende und Königsbrücker Bürgermeister Heiko Driesnack. Das Kita-Gesetz wurde dahingehend geändert, dass Städte und Gemeinden ab Mitte 2019 nicht mehr 20, sondern nur 15% der Betriebskosten auf die Eltern umlegen müssen. Für Hort- und Vorschulplätze gibt es gar keine Pflicht mehr. Allerdings haben die meisten Kommunen gar keinen finanziellen Spielraum, um die Elternbeiträge abzusenken, so Driesnack. Wer als Land A sagt, muss auch B sagen und die Elternentlastung selbst finanzieren. Für alle Kinder in jedem Ort Sachsens, so der Bürgermeister wörtlich. Die Kita-Betriebskosten belaufen sich in Sachsen auf rund 1,5 Milliarden Euro, die Kommunen tragen davon 910 Millionen, Eltern 280 Millionen und der Freistaat den Rest. In der nächsten Woche wird das Medicare der Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda offiziell eröffnet. Für rund 4,1 Millionen Euro ist der Neubau an der Münzerstraße gebaut worden. Im Erdgeschoss ist eine Tagespflege eingerichtet und der ambulante Pflegedienst untergebracht. Im ersten Obergeschoss sind eine Praxisklinik für Gynäkologie sowie eine Kinderarztpraxis eingezogen. Im zweiten Obergeschoss gibt es 3 Wohnungen.
Der Veranstaltungsplan der BASF Schwarzheide liegt vor. In diesen drehen sich die meisten Veranstaltungen um das Thema Nachhaltigkeit. Gerade die chemische Industrie stehe im Fokus der öffentlichen Diskussion. Deshalb wolle man sich diesem Thema in 3 von 4 Ausstellungen widmen, heißt es in einer Mitteilung. In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Künstlern und Akteuren aus der Region stellt sich der Lausitzer Chemiestandort die Frage, welchen Beitrag jeder Einzelne für eine nachhaltigere, umweltbewusstere und sozialverträgliche Zukunft leisten kann. In den Ausstellungen werden dazu verschiedene Facetten künstlerisch beleuchtet. Sie werden von Dialogveranstaltungen und Workshops begleitet. Der Auftakt findet am 31. Januar um 19 Uhr in der Galerie des Kulturhauses statt. Das DRK Löbau will die alte Kirchschule im Ortsteil Kittlitz zur seniorengerechten Wohnanlage ausbauen lassen. Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt, in dessen Zuge im Untergeschoss und in einem Bau eine Tagespflege für Senioren mit 14 Plätzen entsteht, haben bereits begonnen. In einem zweiten Bauabschnitt sollen im Haupthaus 9 seniorengerechte Wohnungen mit Balkon entstehen. Diese werden mit einem Fahrstuhl erreichbar und mit Automatiktüren ausgestattet sein. Die 1889 errichtete alte Kirchschule hatte bis 1978 als Schulstandort für die unteren Klassenstufen und später als Ärztehaus gedient. Lange Zeit stand sie auch leer. Anfang 2017 erwarb sie das DRK Löbau von der evangelischen Kirchgemeinde. Der Blutmond am frühen Montagmorgen war in unserer Region aufgrund des dichten Nebels eher selten zu beobachten. Die Kollegen aus Dresden hatten da ein wenig mehr Glück. Sie waren in der Sternwarte Gönsdorf und konnten tolle Bilder einfangen. Frühaufsteher konnten heute ein ganz besonderes Ereignis am Himmel beobachten. Gespannt verfolgten kälteresistente Dresdner bei minus 8 Grad in der Sternwarte Gönsdorf die totale Mondfinsternis. Eingepackt in dicke Sachen, mit Kaffee in der Hand und Blick in den Himmel beobachteten Schaulustige, wie der Mond 4.30 Uhr langsam in den Kernschatten der Erde trat. Es ist besonders schön, dass hier so viele Besucher gekommen sind. Das ist für uns besonders schön, ne? Dass es so einen Anklang findet und dass sich so viele dafür interessieren. Trotz 357.000 Kilometer Entfernung zur Erde konnten die Zuschauer der Mondfinsternis dem Mond heute ganz nah sein. Innerhalb der Kuppel hatten Besucher neben dem Blick durchs Teleskop außerdem die Möglichkeit, das Phänomen über den Beamer zu beobachten. Was wir haben, ist quasi die Sonne, Erde und Mond sind genau auf einer Linie. Und die Erde läuft quasi in der Mitte der Linie und verdunkelt damit das Sonnenlicht. Also sprich, genau zu dem Zeitpunkt, wo der Mond untergeht, wird die Sonne drüben aufgehen mit der Erde in der Mitte. Und heute Morgen dann um 5:30 ungefähr ist es genau auf einer Linie in der Größenordnung. Doch bevor die Zuschauer ihre Blicke dem Himmel zuwendeten, konnten sie einem Vortrag zur Entstehung dieser besonderen Attraktion zuhören. Witzigerweise ist die Erde genauso groß, dass sie quasi ihr Schatten genau auf den Mond passt. Und was dann passiert ist, dass rechts und links, also um die Erde rum, das Licht der Sonne durch die Atmosphäre dadurch leuchtet und den Mond bescheinet. Und dann haben wir dasselbe Phänomen wie bei Abendrot oder Morgenrot. Das heißt quasi, die blauen Sachen werden in der Atmosphäre weggestreut und das rote Licht, das durch die Erdatmosphäre gefiltert wird, trifft den Mond. Und dann haben wir das, was im Allgemeinen Blutmond ist. Doch mit Eintritt der Mondfinsternis kam die Ernüchterung. Leider verdeckte der Nebel die rötliche Färbung des Mondes. Während der totalen Finsternis konnte nur ein dunkler Fleck am Himmel beobachtet werden. Dennoch war das Ereignis für alle lohnenswert, denn die Kombination von Mond und Erde, wie sie heute war, tritt erst 2037 wieder auf. Der Mond ist deshalb besonders für uns, weil es der erdnächste Himmelskörper ist, mit mittleren Abstand von nur 380.000 Kilometer. Er hat ein Viertel des Durchmessers der Erde und damit ist er also auch für uns schon mit bloßem Auge nicht nur als Punkt, sondern eben auch als Scheibchen sichtbar und man sieht auch einige Details, sowie die Meere auf der erdzugewandten Seite. Deshalb spielte er auch schon in der Geschichte der Menschheit immer eine Rolle, weil es eben nicht nur so ein kleines weißes Pünktchen ist am Himmel, am Firmament, sondern eben ein Scheibchen. Dazu kommt eben noch, dass er seine Form verändert. Durch die Beleuchtung der Sonne haben wir eben auch mal eine Mondsichel und die wird dann größer, bis sie zum Vollmond wird und dann auch wieder den abnehmenden Mond hat. Gebaut wurde die Sternwarte von 1973 bis 1975 von der TU Dresden. Nach ihrer Nutzung durch die Uni übernahm der Verein zur Förderung der Jugend 2009 die Sternwarte. Seitdem kommen regelmäßig Schulklassen oder astronomieinteressierte Dresdner vorbei.
Also ich muss sagen, die von uns gehört haben und hierher kommen, sind alle begeistert. Es ist erstaunlich, wie viel Wissen die Kinder schon aufgenommen haben. Und die Fantasie ist natürlich auch toll, wenn da kleine Forscher rauskommen. Es kann nur gut sein. Und die Lehrer, die sagen manchmal, wusste gar nicht, dass meine Kinder so viel über Astronomie wissen. Ne? Das ist eigentlich wunderschön. Wer die Mondfinsternis heute verpasst hat, kann sich noch dieses Jahr auf eine partielle Mondfinsternis freuen. Für Interessierte ist die Sternwarte Gönsdorf jeden Montag nach Sonnenuntergang für Besucher geöffnet. Weiter geht es in der Drehscheibe Lausitz mit den Polizeimeldungen. Die Bundespolizei hat am Sonntagabend 16 gestohlene Fahrräder sichergestellt. Ein polnischer Transporter war am Rastplatz an der Neiße kontrolliert worden. Die Drahtesel waren zum Teil demontiert. Einen Eigentumsnachweis konnten weder Fahrer noch Beifahrer vorlegen. Die Räder sollten im Auftrag eines Fahrradhändlers von Großbritannien nach Polen überführt werden, hieß es. Alle Bikes wurden sichergestellt. Erst am Donnerstag waren in einem litauischen Transporter 17 E-Bikes im Wert von 70.000 Euro entdeckt worden. Der Fahrer erklärte, die Ladung für insgesamt 1.000 Euro erworben zu haben. Eine Rechnung gab es jedoch nicht. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass die Räder in Bayern gestohlen worden waren. Die Polizei hat einen Fahrzeugbrand in Radeberg aufgeklärt. Ein Anwohner hatte das Feuer bemerkt, allerdings brannte der Seat im Juni komplett aus. In den Fokus der Ermittlungen rückte der ehemalige Partner der 27-jährigen Autobesitzerin. Der 30-Jährige hat in der Vergangenheit Streitigkeiten mit der jungen Frau, in dem es auch um diesen Wagen ging. Spezialisten untersuchten damals den Brandort und sicherten Spuren. Neben dem Feuerlegen hatte der Täter den Ibiza auch mit Farbe beschmiert. Unweit des Tatortes konnten Kriminaltechniker die mutmaßlich verwendeten Farbdosen sichern. Auf diesen entdeckten die Beamten Fingerabdrücke, welche schlussendlich dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten. Im Spretaner Ortsteil Burg wurde am Sonntagabend ein Mitsubishi kontrolliert. Der 42-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Dafür stellten die Beamten jedoch Alkoholgeruch fest. Der Tester gab 2,5 Promille. Ein Anwohner meldete am Sonntagabend der Polizei am Drebnitzer Weg in Bischofswerda ein ausgetauschtes Ortseingangsschild. Witzbolder hatten das Schild Bischofswerda mit dem Ortseingangsschild Langburgersdorf ausgetauscht. Die Straßenmeisterei machte dies am Montag wieder rückgängig. Vandalen haben sich in der Nacht zum Samstag an einem Autohaus in Weißwasser ausgetobt. Mehrere Scheiben wurden an dem Gebäude in der Industriestraße Ost zerschlagen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 20.000 Euro. In Heslich ist am Samstag ein Radler schwer verletzt worden. Eine BMW-Fahrerin hatte den Mann auf der Reichenbacher Straße überholen wollen und dabei gestreift. Er stürzte und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Mehr als 6.000 Euro Schaden haben Diebe in Lauter angerichtet. Sie brachen in der Nacht zum Samstag in ein Gartenhaus an der Parkstraße ein. Gestohlen wurden mehrere Kisten mit Werkzeugen und Gartengeräten. In der Nacht zum Freitag ist in Hoyerswerda ein Mazda gestohlen worden. Der einjährige CX-5 stand an der Geierstraße. Die Schadenshöhe wird mit rund 25.000 Euro angegeben. Diebe waren in der Nacht zum Freitag in Medingen unterwegs. Sie brachen in ein im Umbau befindliches Haus ein und stahlen Werkzeuge und Material im Wert von rund 1.000 Euro. Auch in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr wurde eingebrochen. Hier verwüsteten die Täter alle Räume. Zum Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Ein LKW hat im Bischofswerda Ortsteil Groß-Drebnitz am Freitagabend einen Anhänger verloren. Die Ursache ist noch unbekannt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Offenbar ein Schutzengel hatte ein 72-Jähriger in Zittau. Der Mann war in der Körnerallee unterwegs, als Dachziegel und Putz von einem Haus herabfielen. Der Senior wurde nur leicht verletzt, musste aber zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.
Unbekannte haben in Löbau einen Brand verursacht. An der äußeren Bautzener Straße waren sie in ein leerstehendes Gebäude eingebrochen und hatten eine mit Stroh gefüllte Matratze angezündet. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Am Haus selbst entstand kein Schaden. Nach einer kurzen Unterbrechung haben wir natürlich noch mehr Nachrichten aus dem Lausitz-Welle-Sendegebiet. Wohlfühlen ist einfach, wenn der Immobilienpartner von Anfang bis Eigentum an alles denkt. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda, individuell, freundlich und ideenreich, mehr als gewohnt. Eine Wohnung mit Badelandschaft zum Verlieben, für Sie umgebaut. Eine 3-zu-1-Zweiraumwohnung, das geräumige Bad mit Badewanne und Dusche bietet zudem immer noch genügend Freiraum. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy. Wir sind an Heimatgeschichten interessiert. Gibt es in Ihrem Ort wichtige Ereignisse oder Persönlichkeiten, die in unseren historischen Kalenderblättern unbedingt erwähnt werden sollten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. In der Drehscheibe geht es nun wie versprochen weiter mit Meldungen aus unserer Region. Die Fairplay Soccer Tour macht am 19. März Station in Görlitz. Am Montag warb der ehemalige Fußballprofi und Champions League-Sieger René Tretschok um zahlreiche Beteiligung. Gesucht werden Teams mit 4 Spielern in den Altersklassen 6 bis 10, 11 bis 13, 14 bis 17 und über 18 Jahre. Austragungsort ist die Jahn-Sporthalle in Görlitz, in der 4 Kleinfeldspielfelder aufgebaut werden. Neben der sportlichen Wertung mit 3 Punkten bei Sieg und 1 Punkt bei Unentschieden soll der Fairplay-Gedanke besonders herausgestellt werden. Daher gibt es für jedes Team am Anfang 6 Fairplay-Punkte. Die Spieler verlieren einen Punkt, sobald sie einen ihrer Gegner faulen oder anrempeln. Anmeldungen sind ab sofort via Internet unter www.soccer-tour.de möglich. Im Landkreis Görlitz gibt es einen weiteren Fall von Masern. Nach Auskunft des Gesundheitsamtes traten bei einem 3-jährigen Kind, das über keinen ausreichenden Impfschutz verfügte, bereits im Dezember die typischen Symptome auf. Das Kind hatte sich im Wartebereich der Notfallambulanz des städtischen Klinikums angesteckt. Hier war ein 23-Jähriger mit Masern aufgenommen worden. 30 Kontaktpersonen des Kindes wurden ermittelt und mittlerweile untersucht. Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit, wird appelliert. Insbesondere bei Jugendlichen und Erwachsenen kann es zu Gehirnhautentzündungen kommen. Medikamente gegen Masern gibt es nicht, der einzige Schutz besteht in einer Impfung. Der Lyriker und Romancier Marcel Bayer hat den Lessing-Preis des Freistaates Sachsen erhalten. Die mit 13.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Samstag in Kamenz verliehen. Die beiden Förderpreise von je 5.500 Euro gingen an Anja Kampmann und Bettina Wilpert. Der Lessing-Preis wird seit 1993 alle 2 Jahre in der Geburtsstadt Lessings vergeben. Die Landestalsperrenverwaltung hat am Montag mit dem Abriss der ehemaligen Entenstallanlage am Schwarzen Schöps in Kreber-Neudorf begonnen. Sie befindet sich im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Mit dem Rückbau von 2 Stellen, weiteren Gebäuden und Entwässerungsanlagen wird der Wald von der aufgegebenen Anlage beräumt und die Fläche dabei entsiegelt. Bei den Arbeiten handelt es sich um eine Kompensationsmaßnahme für Umbauten auf dem Gelände der Gewässermeisterei in Hoyerswerda. Die Kosten belaufen sich auf rund 60.000 Euro.
Die Bautzener Stadtverwaltung informiert am 28. Januar über die geplanten Baumaßnahmen am Humboldthain. Konkret geht es um die Anbindung zwischen der Neustädter Straße und dem Gewerbegebiet, einschließlich der Brücke an der Neuschen Promenade. Neben den Projektplanern und der Stadtverwaltung wird auch ein Vertreter von Bombardier vor Ort sein und Auskunft über die Entwicklung des Unternehmens und die daraus resultierende Notwendigkeit einer erweiterten Verkehrsanbindung geben, heißt es aus dem Rathaus. Die Informationsveranstaltung im Ratssaal beginnt um 18 Uhr. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich mit den Sportmeldungen vom Wochenende zurück. Im Anschluss gibt es wie gewohnt das Wetter und die Veranstaltungstipps. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Fünf von sechs möglichen Punkten. So liest sich die Bilanz der Lausitzer Füchse am vergangenen Wochenende in der DEL 2. Schon am Freitag gewann das Team aus Weißwasser vor heimischer Kulisse mit 3:2 gegen die Bietigheim Steelers. Zwar ging der Gast aus Baden-Württemberg nach 8 Minuten durch Dennis Swin in Front, doch die Füchse drehten das Spiel im zweiten Drittel durch Jakub Kanya und Jake Usdorf. Jedoch wartet die Führung nur 3 Minuten, ehe die Steelers den 2:2-Ausgleich durch Alexander Breibisch markierten. In einem temporeichen Schlussdrittel sicherte erneut Usdorf in der 59. Minute den Sieg in der regulären Spielzeit. Einen richtigen Nervenkrimi lieferten sich die Männer von Trainer Corey Nielsen am Sonntag bei den Ravensburger Tower Stars. Am Ende hieß es 4:3 nach Overtime aus Füchse-Sicht. Steve Seriano brachte die Oberlausitzer nach 18 Minuten in Führung, die die Hausherren 4 Minuten später in Person von Daniel Pfaffengut ausglichen. Jordan George und Jake Usdorf brachten die Füchse mit 3:1 in Front. Doch auch hierauf fand Tabellenführer Ravensburg eine Antwort. Vincent Meyer und Matthew Pompey retteten die Bayern mit ihren Toren in die Verlängerung. Die Füchse versuchten nun alles und Jeff Hayes sicherte mit einem tollen Knaller den 4:3 Auswärtserfolg. In der Tabelle sind die Füchse mit 76 Punkten auf Rang 2, punktgleich mit den Tower Stars, die jedoch ein Spiel weniger haben. Die weiteren Vertreter aus Sachsen, nämlich Dresden und Grimmitschau, befinden sich auf den Plätzen 9 und 11. Nach zuletzt 4 Siegen in der zweiten Handball-Bundesliga gab es für die Handballerinnen des HC Rödertal am Samstag eine 21:27 Auswärtsniederlage beim TuS Lindford. Schon im ersten Abschnitt überraschte der Tabellenzwölfte die Rödertal-Bienen und ging mit 15:10 in die Pause. Auch nach dem Wechsel blieb die Partie hektisch und umkämpft. Lindford leistete sich aber unter dem Strich weniger Fehler und kam durch eine couragierte Leistung zum Heimerfolg. Für die Rödertal-Bienen, deren beste Werferin Merit Ossenkopp mit 7 Treffern war, ist es die erste Niederlage seit Ende November. In der Tabelle befindet sich der HC Rödertal auf Rang 6. An der Spitze grüßen die Kurpfalz-Bären Ketsch. In der mitteldeutschen Oberliga setzte es für die Handballerinnen des SC Hoyerswerda am Sonntag eine 23:30 Auswärtsniederlage beim TSV Niederndodeleben. Die Gastgeberinnen bestimmten das ursprünglich für den 9. Dezember 2018 angesetzte Ligaspiel und sicherten sich einen letztendlich ungefährdeten Erfolg. Beste Werferin für die Zusestädterin war Laura Rosemann mit 8 Toren. Das Klassement wird von den Damen des SV Kovic Görlitz angeführt. Der SC Hoyerswerda befindet sich nach der Niederlage und 4:14 Punkten auf dem 8. Tabellenrang. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Erstmals urkundlich erwähnt wird das Dorf Dörgenhausen im Jahr 1248 im Zusammenhang mit der Gründung des Klosters Marienstern. Der Name bedeutet Häuser der Thüringer, denn der Ort wurde ursprünglich durch diese Siedler gegründet. Auch der sorbische Name Nemtschi, übersetzt die Deutschen, weist darauf hin. Dörgenhausen war über die Jahrhunderte sehr ländlich geprägt. Ein markantes Wahrzeichen ist die Bockwindmühle. Erbaut 1707 kam sie in den 1920er Jahren in Einzelteilen zerlegt hierher und wurde von Müllermeister Max Werdin wieder aufgebaut.
Seit Mitte der 90er Jahre kümmert sich ein eigens gegründeter Verein um den Erhalt des technischen Denkmals. Dörgenhausen ist seit 1998 ein Ortsteil der Stadt Hoyerswerda, übrigens der kleinste. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Dienstag ab 9 Uhr wieder junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Mit dem NRV kann auch wieder gekegelt werden. Los geht's da am Dienstag um 10 Uhr in der Anlage am Jahnstadion. Die Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda ist am Dienstag ab 13 Uhr geöffnet. Kinder können sich in der Learning Group bei den Hausaufgaben helfen lassen. Um 14 Uhr startet das Angebot. Alles rund um den Garten. Ab 15 Uhr wird in der Holzwerkstatt gebastelt. Die AG Schach im Natz in Hoyerswerda am Markt lädt am Dienstag ab 14 Uhr Anfänger, aber auch Fortgeschrittene zum Mitmachen ein. Geöffnet hat ebenfalls die Kreativwerkstatt. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda ist am Dienstag ab 14 Uhr Game-Tag. Dazu können die offenen Hausangebote und ab 15 Uhr der Internetpoint genutzt werden. Bei der Volkssolidarität in Hoyerswerda im Haus der Parität in der Mannstraße öffnet am Dienstag um 14 Uhr das Handarbeitsstübchen. In Lauter macht der NHV um 14 Uhr das Stelldichein in der Einsteinstraße auf. Es ist dort Spielenachmittag. Dienstagstreff ist ab 15 Uhr bei der IG Kirchlehn Uhorn. Um 15 Uhr öffnet am Dienstag die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt des NHV in der Einsteinstraße 47 im Haus C. Sie können am Dienstag in Wilden Blut spenden von 16 bis 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in der Schulstraße. Im Blohab-Kino der Kulturfabrik in Hoyerswerda am Markt läuft am Dienstag ab 17 Uhr noch einmal die unglaubliche Reise des Fakir, der in einem Kleiderschrank feststeckte. Das ist eine französische Komödie aus dem vergangenen Jahr. Um 20 Uhr wird der Krimi Waido – Tödliche Witwen, bei dem Steve McQueen Regie geführt hat, wiederholt. Nachts wolkig, aber trocken bei Tiefstwerten bis minus 6 Grad. Am Dienstag anfangs wolkig, im Verlauf freundlicher, mit zeitweiligem Sonnenschein und 2 Grad plus. Der Wind weht eher schwach. Am Mittwoch und Donnerstag länger heiter, mal auch wolkiger, aber es bleibt trocken, bei einem Grad maximal. Nachts Frost bis minus 8 Grad. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Alle Nachrichten gibt es natürlich auch zum Nachlesen oder Nachschauen auf unserer Homepage lausitzwelle.de. Das gesamte Team wünscht Ihnen noch einen entspannten Abend. Tschüss.